Die Berliner dürfen am Tag der Europawahl auch über die Bebauung auf dem Tempelhofer Feld abstimmen. Der rot-schwarze Senat legte am Dienstag, den 25. Mai, als Termin für den Volksentscheid fest. Mit der Abstimmung will die Initiative 100% Tempelhofer Feld verhindern, dass auf dem riesigen Gelände des ehemaligen Flughafens bald die Bagger rollen. Kommt ihr Gesetz durch, dürfen dort nicht nur keine Häuser entstehen, sondern auch keine neuen Bänke aufgestellt oder Bäume gepflanzt werden. Der Senat plant an drei Rändern des Feldes Wohnhäuser. In der Mitte soll eine 230 Hektar große Freifläche erhalten bleiben.